Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinen 250 Abonnenten-Special. Ist ein kleines bisschen spät geworden, weil ihr wisst ja, ich stecke gerade mitten im NaNoWriMo, aber was tut man nicht alles. Und ich habe mich ja selbst ziemlich auf das Special gefreut, von daher ist das völlig okay, dass ich jetzt mal eben mein Schreiben unterbreche. Ja, ihr habt abgestimmt und zwar wollten die meisten von euch das Hot and Cute Special sehen. Das heißt, ich stelle euch all die virtuellen, das ist wichtig, virtuellen Jungs und vielleicht auch ein paar Mädels vor, die ich mal gut fand oder immer noch gut finde und gegebenenfalls, zumindest was die Jungs betrifft, nicht von der Bettkante stoßen würde. Ja, ich würde einfach mal sagen, wir legen direkt los. Okay, wer als erstes kommt, das war euch, glaube ich, allen klar. Oder wir wissen alle, dass ich Leon ganz wenig anschmachte. Nein, also diese Liste hat jetzt überhaupt keine Reihenfolge. Das ist einfach wahllos aneinandergereiht. Aber dass ich den Leon gern hab, das wisst ihr alle. Und die beiden Bilder, die ihr jetzt gesehen habt, das sind meine Lieblingsmotive. Leider habe ich das letzte nicht in wirklich, wirklich groß. Sehr schade. So, als nächstes kommt Ritter Gilbert aus dem Robin Hood Anime. Ganz toll, da war ich 2000 auf meiner ersten Animagic und da hat irgendjemand eine Robin Hood Videokassette mitgebracht. Und der tauchte ja direkt in der zweiten oder dritten Folge auf, der Gilbert. Und ich saß da mit irgendwelchen Mädels, die ich nicht kannte. Und sobald Gilbert zum allerersten Mal auf dem Bildschirm auftauchte, sämtliche Mädels im Raum synchron, mache ich heute noch, wenn er über den Bildschirm huscht. Ja, so ist das. Aber mittlerweile habe ich es auf DVD. Als nächstes kommt Yaten aus Sailor Moon. Ich weiß, eigentlich ist es ein Mädchen, aber in seiner Nicht-Sailor-Kriegerinnen-Gestalt ist es nun mal doch ein Junge. Und auch wenn Yaten ziemlich klein ist, mag ich ihn. Er ist frech und manchmal auch ganz schön böse und vor allen Dingen auch sehr ehrlich. Und ja, ich mag das. Ich habe ein Herz für Bad Guys. Wirklich. So, wen haben wir da noch? Genau, Future Trunks. Eigentlich ja ein ganz kleines bisschen zu jung für mich, aber als ich mit Dragon Ball angefangen habe, war ich 17. Da passte das eigentlich noch ganz gut. Ne, muss ja jetzt nicht immer alles heute noch aktuell sein. Aber ich habe ihn wirklich gemocht, weil er cool aussah. Ja, und ich mochte seine Haare. Also euch ist vielleicht schon aufgefallen, ich mag Männer, die ein bisschen was in und vor allen Dingen auch auf der Rübe haben. Also es muss jetzt um Gottes Willen nicht hüftlang sein, weil dann wäre das länger als meins. Aber man sollte wenigstens so ein bisschen durchwuscheln können. So. Ja, wie der Sohn, so der Vater. Ich mag auch Vegeta. Womit wir wieder beim Thema Bad Guys sind. Nein, ich mag ihn wirklich, weil er am Ende doch zu den Guten wechselt und weil er fies ist und weil er zumindest, was die zweite Version betrifft, eine sehr coole Synchro-Stimme auch hat, sogar im Deutschen. Und ja, wenn Vegeta stirbt, und das tut er ja ein paar Mal, dann muss ich immer weinen. Ich weine aber auch, wenn Piccolo stirbt und wenn C16 stirbt und auch ich weine andauernd, wenn ich Dragon Ball lese. Aber das ist, glaube ich, normal. Ja, kommen wir jetzt zu Cloud. Ich möchte darauf bestehen, dass ich ihn nur in Kingdom Hearts 1 mag. Ich mag ihn nicht in den Final Fantasy Filmen oder was auch nicht in Kingdom Hearts 2, weil da ist er mir zu glatt, zu weich. Und in Kingdom Hearts 1, wahrscheinlich aufgrund der Grafik, aber das macht nichts, da ist er einfach noch ein bisschen kantiger. Und ich mag das. Euch ist vielleicht aufgefallen, dass ich eigentlich doch eher die kantigen Jungs mag. Wobei in Kingdom Hearts 2, wo man mit Cloud und Leon zusammen kämpfen muss, das fand ich schon sehr, sehr cool. Also da habe ich so ein Boah-Gesicht gemacht und wurde dann erstmal von dem Gegner getroffen. Naja, macht ja nichts, ne? Man lässt sich ja gerne ablenken, wie in meinen Resident Evil 4 Let's Plays. Haha. So, obwohl ich persönlich ein riesiger Fußballhasser bin, bin ich ein schrecklich großer Fan von Captain Tsubasa, die tollen Fußballstars. Ich habe sogar die DVD-Box davon. Mann, jetzt verhaspel ich mich aber ordentlich hier. Ihr merkt, es ist wieder in einem Stück aufgenommen. Aber ich war ganz furchtbar verschossen in Kojiro. Ja, der war böse irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Eigentlich hat er ein gutes Herz gehabt. Er war einfach nur sehr, sehr stolz und er konnte und wollte einfach ums Verrecken nicht verlieren. Das kann ich nachvollziehen. Wenn ich bei Gesellschaftsspielen verliere, dann brauchen wir mich auch die nächsten Stunden nicht mehr ansprechen. Ja, gut, kommen wir jetzt zu Miles Edgeworth. Edgeworth Summer. Ich finde ihn ganz großartig, obwohl er ja auch auf der Seite der Bösen in Anführungsstrichen steht. Ja, ich finde ihn einfach nur total cool.
Und gegen den würde ich einfach gerne verlieren. Es hat mir immer richtig leid getan, dass Phoenix seine Statistik kaputt gemacht hat und deswegen mir. Ich hätte lieber verloren und Edgeworth seinen Sieg gegönnt, aber nun ja. Ja, da gibt es noch einen Staatsanwalt, diesmal nicht aus Phoenix Wright, sondern Apollo Justice. Und zwar, hier heißt der Cantillon. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Im Amerikanischen heißt der Klavier und im Japanischen heißt er nochmal ganz anders. Aber ja, der geht eigentlich schon wieder mehr in die Schnuffi-Richtung, weil kantig ist er ja nun mal gar nicht, aber ich finde ihn ziemlich süß. Ja, als vorletzten Kerl haben wir hier neuen Claude aus Kamikaze Kaito-chan. Ich fand den Manga mittelmäßig, den Anime auch so, aber Noin macht schon... Ja, also der macht dann schon was her, ne? Und ja, das ist kein Mann, es ist eigentlich ein Ding. Und ja, da er bisher in keinem meiner Special gefehlt hat, muss er auch in diesem vorkommen, und zwar Pyramid Head. Sollte ich also jemals irgendwie ein Monster in Anführungsstrichen gut finden, dann ist es er. Ich habe erst vor 3 Nächten einen so krassen Traum mit ihm gehabt, dass ich nur mit Licht wieder einschlafen konnte. Ich bin ja ein Schisser. Aber irgendwie verehre ich ihn sehr. Auf meine eigene Art und Weise. Und auf seine eigene Art und Weise ist er irgendwie anziehend. Oder nicht? Tja, kommen wir zum nächsten Bereich. Nein, ich bin weder bi noch lesbisch noch sonst irgendwas. Und selbst wenn, schlimm wäre das ja jetzt auch nicht. Aber natürlich gibt es auch Mädels, die ich hübsch finde. Ja, warum denn auch nicht? Ne? Gerade im Bereich Anime gibt es da doch eine ganze Menge, wobei die meisten ja doch alle aus derselben Sparte kommen, aber ich fange mal eben kurz an. So, und zwar als erstes Angel Salvia bzw. Scarlett O'Hara aus Wedding Peach. Ich mag sie. Sie ist auch so harte Schale, weicher Kern, aber ich wollte jetzt gerade sagen harte Schale, rauer Kern, haha. Aber ich mag sie einfach. Und sie ist total hübsch und sie hat eine tolle Haarfarbe. Ja. Dann Ayanami Reichan aus Neon Genesis Evangelion. Ich finde sie unglaublich toll. Sie ist so schweigsam und so unnahbar und so, ja, erwachsen auf ihre Art. Das ist eben auch das, was ich an Scarlett mag. Also, ihr werdet sehen, bei den Mädels ist niemand dabei, der klein und süß ist. Es sind eigentlich nur welche, die entweder wirklich schon erwachsen sind oder sich erwachsener verhalten als andere in ihrem Alter. Als nächstes meine absolute, ja, Traumfrau würde ich jetzt nicht sagen, aber ich habe immer gesagt, sollte ich jemals ein Kerl werden und eine Anime-Figur flachlegen würden, ich würde Sailor Pluto nehmen. Ich bleibe dabei. Tolle Haare, tolles Gesicht, tolle Beine. Und, ach so, also, ich finde Sailor Pluto ganz doll großartig. Ich habe andere Lieblingskriegerinnen, um Gottes Willen, charakterlich vielleicht, aber von der Optik her habe ich grundsätzlich immer Sailor Pluto gemocht. Ansonsten mag ich bei Sailor Moon nämlich eigentlich bloß die Bösen. Zum Beispiel, Kaori Knight. Die hat vor allen Dingen in ihrer zweiten Version, das ist die linke mit dem dunklen Kleid, ja, coole Klamotten an und ich mag auch rote Haare total gerne und sie hat eine Hammerfigur und mörderdicke Hupen, haha. Na gut, hat sie wirklich, aber das ist jetzt nicht das, wo ich jetzt so Wert drauf lege. Und dann, obwohl ich Chibiusa auf den Tod nicht leiden kann, finde ich Black Lady auch ganz toll. Sie hat ein wunderschönes, leicht böses Gesicht einfach und wunderschöne Beine und ein grandioses Kleid. Das ist aufgeschlitzt bis zum Arsch, also hat einen Schlitz bis zum Arsch halt, ne? Ihr wisst, was ich meine. Und dann diese durchsichtige Bluse dazu, also sieht klasse aus. Irgendwann mache ich das vielleicht mal als Cosplay, mal gucken. Und in dieselbe Sparte fällt auch Mistress 9, beziehungsweise Mistress 9, whatever. Die hat ja Haare bis zum Boden, das ist ein kleines bisschen übertrieben, aber gerade auf diesem einen Bild da, was ich jetzt für dieses Special genommen habe, finde ich sie so göttlich, das ist unglaublich. Ja, es sind schon wieder über 9 Minuten rum, es ist Wahnsinn, ich dachte, dieses Special wird 5 Minuten gehen, aber haha, ihr merkt ja, ich rede einfach gerne. Nun gut, wir sind also schon am Ende angelangt und, ach ja, bevor ich jetzt aufhöre, ich danke euch natürlich allen dafür, dass ihr mich abonniert, dass ihr mir die Treue haltet, dass ihr so viele liebe Kommentare schreibt und, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder auch mal Kritik anbringen wollt oder sonst irgendwas, dann postet einen Kommentar oder schreibt mir eine Nachricht oder was auch immer, denn ihr wisst doch, kann man doch reden, oder? Eben. Also, danke fürs Abonnieren, fürs Dabeibleiben, fürs Zuschauen und überhaupt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal beim 500er Abo-Special. Bis dahin.